Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Finally! Taking your time as usual, huh? All right, grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Artyom, don't forget anything, huh? Artyom ist ein junger Mann, der niemals über eine Wiese gelaufen oder seine Füße in einen Bach gehängt hat. Artyom lebt nahezu seit seiner Geburt im Moskauer Untergrund, in einer Metrostation. Er träumt von einem Leben, das er nie hatte und wahrscheinlich nie haben wird. Die Welt, wie wir sie kennen, endete 2013 in einem verheerenden Krieg. Wenige Überlebende sind in U-Bahn-Schächte geflüchtet, leben dort nun seit 20 Jahren, haben sich eine Art Mikrokosmos geschaffen, während auf der Erdoberfläche Strahlung und grässliche Mutanten ein Fortbestehen der Menschheit unmöglich machen. Sorry, Arthur. This part of the station is under temporary lockdown. Only the guards may pass. Sorry, I can't let you through. Where did you get that echo? Artyom ist der Held des Ego-Shooters Metro 2033 von 4A Games aus Kiew. Das Team hat sich den gleichnamigen Roman von Dmitri Glukowski als Vorlage genommen, um daraus ein Spiel zu machen, das es mit den Großen des Genres wie etwa Half-Life 2 aufnehmen will. Wir haben uns den Titel bei einem Besuch in London angeschaut, waren anfangs skeptisch und nach ein paar Szenen baff erstaunt, ähnlich wie Sie wahrscheinlich soeben. Eine solche Detailverliebtheit haben wir nämlich das letzte Mal bei Bioshock erlebt. Wir nehmen Sie nun mit durch ein paar der ersten Minuten des Spiels. Leider müssen wir dabei ohne rechte Action auskommen. Die haben wir in London zwar schon sehen können, aber die fehlt im Videomaterial, das uns vom Entwickler zur Verfügung gestellt wurde. I dreamt I was on the surface again. I don't want to hear about your nightmares. We got a good 50 years before we that tall guy outside. Comes over and so says, "Baby, if my wife could cook like you, I'd be the happiest man in the world." Many want to leave the station. What about Alexei? He was at the outpost. Mommy, do we need to leave him alone? He's been wounded. Alexei was in the battle. Has anyone seen him? My brother is in the hospital. I hope he's alive. Peter! Doctor hasn't said anything. The situation's oh, under control. You. How many dead? Come on, Alex. Hello, Artyom. So elend das Leben von Artyom auch erscheinen mag, so verhältnismäßig beschaulich war es doch bis vor kurzem noch. Doch dann beginnen plötzlich die Angriffe der sogenannten Dark Ones, einer Mutantenart, die anders ist als das, was sonst so von der verseuchten Erdoberfläche in die Schächte dringt. Die Geschichte um Artyom ist linear. Sie beginnt in seiner pickepacke dicht bevölkerten High-Metro-Station namens Exhibition und endet etwa 8 Tage später. Wie, wo und warum, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, warum der Held seine Behausung verlässt. Er hat sich freiwillig gemeldet, um einen Transport zur Nachbarstation Riga zu bewachen. Dafür benötigt er natürlich eine Waffe und Munition. In Metro 2033 gilt, Munition von vor der Katastrophe ist die Währung im Spiel. Die alten Kugeln, in der Einblendung gleich als Brand New Cartridges bezeichnet, finden Sie unterwegs und können Sie gegen deutlich mehr, aber deutlich schwächere Metro-Munition eintauschen. Eine Besonderheit an Metro 2033 ist das Interface. Ein solches fehlt nämlich die meiste Zeit. Wie viele Kugeln etwa noch in Ihrem Magazin stecken, das verrät Ihnen, wie hier gut zu sehen, das Magazin selber. All quiet, sir. Hi, Artyom. How about the piglet? Nun sind wir schon auf den letzten Metern zur Draisine, die Artyom auf ihrem Weg nach Riga begleiten soll. Ob er da überhaupt ankommt, ist uns nicht bekannt. Aber sicher ist, dass der Held noch weitere Metrostationen im Laufe des Spiels besuchen wird. Wenn die und der Rest des Programms ähnlich atmosphärisch und detailreich sind wie die ersten paar Meter durch die Spielwelt und wenn die Action stimmt, dann dürfen wir uns wohl auf ein hervorragendes Spiel freuen, das den Vergleich mit Half-Life 2 oder Bioshock nicht scheuen muss. So you're ready to move out? Im ersten Quartal 2010 bereits soll Metro 2033 erscheinen.
Noch eine kleine Warnung mit auf die Wartezeit. Laut der Entwickler verrät der Roman von Dmitri Glukhovsky einen Großteil der Handlung. Falls Sie den also noch nicht gelesen haben, lassen Sie es also auch zunächst besser. Außer Sie sind furchtbar neugierig, wie wir. Артемка!